Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ihr seht, ich habe schon von Anfang an gleich die Unboxing-Ansicht aufgebaut, weil zu dem Produkt, was ich euch jetzt nochmal zeigen möchte, haben wir schon ein Unboxing und ein Hardware-Video und ein Hardware-Check-Video gemacht, beziehungsweise doch Hardware-Check. So, und zwar ist es dieser Fotodrucker von Lion, und da habe ich einige Fragen bei Facebook bekommen, ob der auch noch funktioniert, nachdem der eine Weile, weil ich ja gesagt habe in meinem Video, nicht wundern, ich habe das Fototeil, wo hier die Fotos drin sind, habe ich immer in die, also der so ist er dann im Schrank. Ja, das ist eine dumme Angewohnheit. Ich bräuchte das eigentlich nicht da drinnen lassen. Ich könnte es auch draußen lassen, aber ich irgendwie mache ich es immer wieder rein. Fragt mich nicht, das ist eine dumme Angewohnheit. Ob der denn immer noch funktioniert, wenn ich den aus dem Schrank hole und einfach mal so anschließe. Die App habe ich ja drauf, logischerweise. Ob das einfach so wieder connected. Auch wenn der jetzt hier mal eine Weile, und ich habe ja, seit das letzte Video rausgekommen ist, habe ich am gleichen Tag habe ich noch zwei Fotos gemacht und seitdem nicht mehr. Und wir wollen jetzt eigentlich ja auch, ist eine passende Möglichkeit jetzt, das Video auch zu machen. Wir wollen nämlich jetzt demnächst noch Fotos ausdrucken und einen Fotobilderrahmen machen für die Omas, also jede Oma einen einzelnen. Und da habe ich gedacht, Mensch, das passt doch. Bevor ich den anschließe und irgendwas mache, mache ich ein Video drüber, dass ihr sehen könnt, dass das auch wirklich so läuft. Ja? So, erstmal gucken wir uns an. Hier oben die Oberfläche ist magnetisch, das hatte ich ja schon mal gesagt. Packen wir mal aus. So, das ist die Kassette. Hier sind die Papiere für die Fotos drin. Da. Kann man dann auch hier aufmachen und hier reinlegen. Hoppala. So. Und dann macht man das einfach wieder zu. Und so. Und dann sind die da wirklich staubgeschützt, sind richtig sicher. Es ist eine dumme Angewohnheit, dass ich sie in die Tüte mache. Also es reicht eigentlich so. Ja? So. Dann, die ist auch ein bisschen vertieft, die Oberfläche. Und hier sind so Rillen. So. Dann haben wir die Vorderseite. Da steht Line, dann haben wir den Power-Knopf. Wir haben eine LED für Power mit einem Schraubenschlüssel und LAN. Hier ist die Klappe, die wir aufmachen, wo wir die Fotokassette ranmachen. Das zeige ich euch gleich nochmal. Hier kommt die Kassette mit, also der Farbkassette rein, wie man auch dazu sagen möchte. Hier einfach aufdrücken, dann kann man rausziehen und neue reinmachen. Hier kommt das Foto raus. Hier ist der Stromanschluss. Hier ist nichts. Haben sie vielleicht freigelassen, falls mal hier ein Powerknopf hinkommen sollte oder so. Ich weiß es nicht. Und ein USB-C-Anschluss. Und da ist nichts. Große, dicke, fette, vier Stück Standfüße. Und dann werden wir mal. So, also. Hier kommt die Kassette, also hier kommt der Farbfilm rein. Ne? Also, hier ist hier die Klappe. Die müssen wir aufmachen, da müssen wir das reinmachen. Aber erstmal müssen wir den verbinden. Dafür machen wir erstmal Strom ran. Ich mache das auch mal ein Stück weiter hin, damit. Oder wartet mal, ich mache mal hier was runter. Damit ihr das seht. So. Dann seht ihr ein bisschen hier die LED. Ich mache jetzt einfach mal an. So, da. Das leuchtet weiß. In der Zeit, wo ihr das hier seht, gehe ich mal zur App. So, da haben wir sie. Line-App. So, dann ich lege mal das Handy hier einfach mit dazu, damit ihr das sehen könnt. Hier sagt sie natürlich, die App sagt jetzt natürlich, der Drucker ist offline. Wir haben hier jetzt eine braune Leuchte. Die müsste dann auch gleich in blau umschwenken. Nachrichtencenter. Ja, keine. Na, der sagt mir, ich habe Nachrichten, aber hier sind keine da. Oh
Auf dem neuesten Stand von der Software. So. Na, nichtsdestotrotz, ich gehe jetzt einfach mal hier rauf und gehe offline. Der hat sich jetzt nicht automatisch verbunden. Jetzt bin ich automatisch verbunden. Es leuchtet blau. Gehe zurück. So, Frau und Kind kamen gerade. So, ihr seht, die blaue Leuchte leuchtet. Und hier, Drucker ist inaktiv. Jetzt können wir halt ein Foto auswählen. Oh, da muss ich gucken. Ich kann hier nicht alle Fotos nehmen. Drucken wir eins für Oma aus, würde ich sagen. Da muss ich erstmal gucken. Das finde ich gut. Ah, da muss ich dann aber pixeln. So, ich habe jetzt ein Foto ausgesucht. So. Nehme ich einfach die Kassette raus, umdrehen. Das dient dann auch gleich als Höhenausgleich. Dann stecke ich die hier rein. So. Seht ihr? Es ist wirklich gerade. Es ist ausgeglichen von der Höhe. So. Und jetzt gehe ich da rein und sage drucken. Ich werde jetzt auch nichts anpassen, irgendwie von der Größe oder so. Ich finde das eigentlich so, wie es ist, ganz toll. So, Vorbereitung. 1 von 1. Ich halte mal hier meinen Finger drüber. So. Könnt ihr das sehen? Da ist meine Mutter ihr Mops. Und meine Tochter. So, 1 von 1. Ich mache mal kurz. Ach so, hier sieht man es ja auch. Da ist doch gut, ganz gut, dass ich die Folie aufgehoben habe. Also hier unten könnt ihr ja sehen, wie die Farbe jetzt langsam dazu kommt. So. Jetzt kommt es grün, glaube ich. Jetzt müsst ihr das, seht ihr schon mehr. So, jetzt kommt noch mal grobe Glanzschicht oder so. So, wartet. Weil ich euch das ja auch vernünftig zeigen will. So. Ausgedruckt. Oh ne, das ist vielleicht ein falsches Foto. Moment. Ich werde dann noch im Nachhinein noch ein bisschen pixeln. Da seht ihr den Hund von meiner Mutter. Und meine Tochter ist halt mit dem Hund von meiner Mutter auf dem Stuhl im Garten. So, wir haben auch hier die Nachricht bekommen, dass es fertig ist. So, Start. Und dann kommen wir wieder zu Home. Wir können sagen, klassisches Foto. Ich gucke mal, ob ich noch was habe. Ich habe ja eigentlich nur Fotos von der Kleinen. Oh, das ist schön, das kann ich zeigen. Das ist von hinten und da sind auch alle angezogen. Nee, da hat sie nicht die Hand. Da hätte sie beide Hände. Da haben nämlich Oma und Opa Juna abgeholt. Ja, das nehme ich. So, das kann ich euch zeigen. Da sieht man sie nämlich von hinten nur. So. Und da können wir jetzt natürlich hier reinzoomen. Also an die Bearbeiten müssen wir erstmal drücken. Und können dann halt hier zoomen. So. Und dann halt auch nach unten packen. So, das war halt oben ein bisschen grün und so ein bisschen Weg. So. Und dann halt Opa und Oma so ein bisschen anpassen, damit hier überall ein bisschen grün ist. So, und dann, okay. Von der Farbe her braucht man nicht anpassen, sieht gut aus. Ja.
kriegt man vielleicht. Ach nee, lieber nicht noch ein bisschen mehr, wenn man einen Rahmen rummachen will. So, okay. Erweitert. Filter. Wir können noch Filter erweitert, haben wir aber. Wir sind fertig. Also für mich reicht das eigentlich aus, wenn wir das einfach ein bisschen anpassen können. Und Druck. Und da kann ich das jetzt auch lassen. Ich packe mal das Handy auch hier oben rauf, damit ihr wirklich so die einzelnen Phasen seht. So. Eins von eins ist jetzt. Ich guck mal, dass ich noch ein bisschen rangezoomt bekomme. So. So. Dass ihr wirklich die ganzen Stufen seht. Also hier unten sind die Punkte. Wir sind bei Gelb. Als nächstes kommt Rot. So, müsst ihr auch gleich gucken. Jetzt blinkt hier. Müsste gleich der rote Punkt da. Jetzt blinkt der rote Punkt. So. Jetzt müsste jeden Augenblick der blaue, da, der blaue Punkt. So. Und jetzt kommt der Abschlusspunkt. Und fertig. Start. So, dann räumen wir das mal kurz weg. Wir brauchen jetzt hier eigentlich nur wieder die Kassette rausnehmen, um zu Handy weg. Hier die Klappe zu, das raufmachen, Stromkabel rausziehen. Und dann kann der jetzt wieder so in den Schrank geräumt werden, bis wir ihn wieder brauchen. Ohne Probleme. So. Die Qualität der Fotos, würde ich sagen, spricht für sich. Also die haben wirklich eine sehr schöne Qualität. Ich werde mal so ran. Ja, das ist halt die Kleine mit Oma und Opa. Da haben Oma und Opa sie vom Kindergarten abgeholt. Sind sie extra von Berlin hergekommen, damit sie mal abholen können. Die Kleine hat uns ja nie gesehen, wir haben uns hinterm Zaun versteckt. Die ist mit Oma und Opa nach Hause gelaufen. Hat nicht nach hinten geguckt. Immer doch, eins hat sie nach hinten geguckt, hat uns für ja nicht für voll genommen. Da war sie fröhlich. Ja, und die Qualität ist wirklich super. Das hier oben natürlich könnt ihr dann noch abmachen. Hier umknicken und dann nochmal umknicken und dann einfach abziehen. Genauso wie hier unten. Da. Einfach so, dann könnt ihr das hier so abziehen. So, und hier, nicht wundern, die Fotos gehen so ein bisschen über den Rand. Minimal, hier auch. Es ist wirklich hauchdünn, damit wirklich das komplette Foto zur Verfügung steht und nicht hier unten und oben auf immer sagt er, hier ist die gestrichelte Linie, hier ist ein Rand und dann ist der Rand da noch gar nicht. Deswegen ist das so. Ich, wie gesagt, nächster Punkt, der angesprochen wurde, war, würdest du ihn nochmal empfehlen? Ja, ich würde ihn sehr gerne auch weiterempfehlen oder ich werde ihn jetzt auch weiterempfehlen, nochmal, weil wir immer noch damit sehr zufrieden sind. Das Einzige, was halt teuer sind diese, die Papier, das Fotopapier, was da reinkommt. Das ist teuer. Ja, ich weiß nicht, was das jetzt gerade kostet. Wir müssen da auch dann demnächst nochmal eine neue Kartusche holen. Da sind, glaube ich, 32 Bilder drin. Ich gucke nochmal kurz nach. Habe ja Handy hier. Nicht, dass ich was Falsches sage. Es kann auch sein, dass die gerade runtergesetzt wurden oder im Angebot sind. Lean. Lean, Fotodrucker, Patrone. So. Also, wir haben jetzt hier die Fotopatrone, die reicht für 40 Fotografien. Da, das ist die. Die haben sie jetzt gerade. Hoppala, ich zeige es euch nochmal. Die kommt hier an der Seite rein, wie ich euch gezeigt habe.
40 Stück kann man damit machen. Kostet momentan 18,22 €. Der Drucker immer noch 159, der ist stabil, nee, jetzt gerade im Angebot. Nee, der hat damals 180 gekostet, war? Ja, jetzt 30% Rabatt. Hier immer noch die Fotopatrone. Hier bietet sie einer für 36 € an. Kann aber sein, dass es wieder ein Doppelpack ist oder so. Da müsste man dann mal nachgucken. Hier ist nochmal der Fotodrucker. Und hier haben wir jetzt ein Dreierpaket für 28 €. Das ist natürlich ein geiles Bundle. So wie es aussieht. Hier auch 39 €. Also man muss nicht immer beim. Oh, da ist ja Papier mit bei. Papierset. Müsste man dann gucken, ob es für Laien passt. Aber für 39 € drei Patronen und Papier. Wir gucken mal nach. 180 Blätter sind damit drin. Also 180 Fotos, drei Patronen. Eine reicht für 36 Blätter Papier. Das ist ein guter Preis jetzt ja, mittlerweile. Das war damals teurer. Ist denn. Ach, hier ist bei denen ist nicht nur die Patrone, hier ist Papier gleich mit bei. Man kann Papier nicht einzeln holen. Ja. Und zwar sind hier mit bei eine Patrone, die für 40 Blätter reicht. Nee, Leinpackung mit 40 Fotopapier. Also 40 mal Fotopapier und eine Tintenpatrone, Leinenformat 100 zu 150 mm, bla bla bla. Ja, hier steht aber nicht, was die für Tintenpatrone schafft. Achso, hier eine Tintenpatrone reicht für bis zu 40 Ausdrucke. Das war ganz gut. Und 40 Blätter haben wir auch mit bei. Wie gesagt, 18 €. Oder halt ein Dreierpack. Also das jetzt direkt von Laien oder ein Dreierpack halt, ich werde es euch mal in der Videobeschreibung verlinken, ein Dreierpack halt für 36 €. Schon ein Schnäppchen. So, das soll es jetzt auch zu dem Video gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen zu dem Laien-Fotodrucker habt, in die Kommentare posten. Die App ist wirklich kinderleicht. Ich werde euch auch in die Infobox oben die anderen Laien-Videos, Unboxing, Hardware-Check, alles verlinken, verspreche ich euch. Könnt ihr gucken. Da habt ihr alles drinne. Ich bin dann jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.